Eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen, ist, welche Kampagne funktioniert denn jetzt? Beziehungsweise wir bekommen von Kunden dann Vorschläge für Kampagnen, die wir schalten sollen online, die aber einfach nicht funktionieren werden. Ja, und da will ich euch mal 5 Klassiker nennen, von denen die meisten denken, dass sie funktionieren, weil sie das vielleicht früher auch mal haben oder offline gut funktioniert haben, es aber online einfach nicht tun. Und die erste Kampagne ist der Tag der offenen Tür. Tage der offenen Tür zu bewerben, bringt überhaupt gar nichts. Ja? Wir haben es schon in den verschiedensten Variationen probiert, von Kampfsportschulen über Fitness, EMS und so weiter und so fort. Es bringt nichts, niemand trägt sich ein. Ja? Niemand. Ihr braucht es gar nicht probieren. Die Leute interessiert Tage der offenen Tür überhaupt gar nicht. Das Angebot ist total abgedroschen, super langweilig und egal mit welcher Art von Video oder Werbeanzeige es bespielt wird, es trägt sich einfach niemand ein. Punkt Nummer 2 ist die Black Friday Kampagne. Ja, spätestens seit irgendwie in Black Friday oder seit der Black Friday in den oder aus den USA auch bei uns, ja, wie soll man sagen, als Marketinginstrument eingesetzt wird und auf Amazon und den verschiedensten Online-Shops und Co. An diesen Tagen super krasse Rabatte irgendwie gegeben werden, glauben auch alle anderen, für sie würde der Black Friday funktionieren. Und das ist aber nicht so. Ja, Black Friday, das ist sogar nochmal was Spezielles. Erstens, Black Friday-Angebote gibt es wie Sand am Meer. Und wenn ihr jetzt als Fitness- oder EMS-Studio auch noch eins macht, dann verliert ihr einfach gegen die großen Online-Shops. Weil wenn ich mich entscheiden muss, ob ich irgendein, weiß ich nicht, MacBook oder irgendein anderes Handy mit einem Rabatt von 43% bekomme oder bei der Fitnessstudio-Mitgliedschaft an dem Tag 2 Monate geschenkt bekomme, dann könnt ihr drauf wetten, dass der oder diejenige sich für das Handy entscheiden wird. Ja, einfach, weil es plakativer ist und für die Kunden einfach viel attraktiver als eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft zu machen. Dann gibt es noch einen anderen Punkt, der bei Black Friday zu beachten ist, und zwar die Tatsache, dass die meisten Studioinhaber einfach mit viel zu wenig Werbebudget daherkommen im Vergleich zu riesigen Online-Shops, Apple, Amazon und so weiter und so fort, die einfach super krass viel Budget an diesem Tag, ja, oder auch schon vorher reinpumpen, um sich quasi Zielgruppen aufzubauen, die sie dann an diesem Tag mit Werbung wieder bespielen. Ich will gar nicht zu technisch werden, Fakt ist aber folgender, selbst wenn ihr mit einem Budget, was für die meisten Fitnessstudio-Betreiber schon hoch ist, ja, was irgendwie so ab 50 vielleicht bis 100 Euro am Tag für die meisten das dann wäre, was sie an dem Tag ausgeben würden, das ist absolut lächerlich wenig, ja, im Vergleich zu dem, was andere Online-Shops ausgeben. Da werden teilweise dann Millionen nur auf diese 1-2 Tage oder dieses Wochenende zwischen Black Friday und diesem Cyber Monday werden an Werbung, ja, draufgeworfen auf die Zielgruppe. Von daher, ihr könnt es euch sparen, es wird auch keine Leads generieren, die Angebote sind super unattraktiv im Vergleich zu dem, was sonst noch so durch Facebook oder Instagram durchgeblasen wird an dem Tag. Spart's euch, ihr werdet keine Leads generieren. Nummer 3 sind Kampagnen, bei denen Preise genannt werden. Ja, egal was, ihr könnt immer nur verlieren, wenn ihr einen Preis nennt, der zu niedrig ist oder zu hoch ist. Ja, das liegt immer im Auge des Betrachters, aber werdet keinen Preis finden, der für dieses Angebot, was ihr oder woran ihr den Preis knüpft, gerade passt. Ja, es wird immer der falsche sein, ihr werdet Kommentare bekommen, die werden sagen, das ist ja viel zu niedrig, das kann nicht gut sein, und ihr werdet Kommentare bekommen, das ist ja viel zu hoch, das ist es nicht wert. Ihr könnt also, wenn ihr Preiskampagnen schaltet, ihr könnt nur verlieren, ihr sollt es nicht tun, ihr werdet keine Leads generieren, die Kampagne wird sich nicht lohnen und es wird Geldverschwendung sein. Weiterhin, Punkt Nummer 4, Kampagnen, bei denen Rabatte beworben werden. Ja, seien es preisliche Rabatte, das würde dann in die Kategorie Nummer 3 fallen, oder auch prozentuale Rabatte, das ist die gleiche Erklärung wie bei Punkt Nummer 3. Das sind auch abgedroschen, das gibt es überall, es gibt überall irgendwelche Rabatte und am Ende des Tages kann eh keiner einschätzen, ob das jetzt für das spezifische Studio mit dieser Dienstleistung, ob das jetzt wenig ist, der Rabatt, ob das viel ist und so weiter. Das sind auch Kampagnen, die werden nie funktionieren, also wir haben sie auch schon in den verschiedensten Variationen ausprobiert. Schaltet sie nicht, auch das ist Geld- und Zeitverschwendung. Zum Schluss noch Punkt Nummer 5 sind jegliche Kampagnen, die nicht aussagekräftig sind, ja, oder eine nicht aussagekräftige Überschrift haben. Dazu fällt mir jetzt spontan bei sowas wie ein Pink Friday fällt mir ein. Ja, also der Pink Friday ist ganz offensichtlich, ja, irgendwie ein Abklatsch vom Black Friday. Ich glaube,
weiß ich nicht, welches Thema da dann tatsächlich vorherrscht, aber das hat auch keine Aussagekraft so wirklich. Und jetzt macht das Fitnessstudio, das EMS-Studio mit dem Pink Friday Werbung und dann wird meistens auch in Kombination mit irgendeinem Rabatt oder sonstigem die Aktion dann gefahren. Auch das, glaubt's mir, tut es nicht, es wird nicht funktionieren, es ist Geldverschwendung und ihr werdet auch damit keine Leads generieren. Wenn ihr wissen wollt, mit welchen Kampagnen ihr tatsächlich Leads generiert, dann geht auf www.memberboost.de und wir erklären euch dann, wie ihr mit einer Evergreen, ja, also eine, wie soll man sagen, eine immergrüne, einfach gut laufende Kampagne, könnt ihr die ganze, das ganze Jahr laufen lassen, wie ihr damit Leads generiert, die immer gleich sind, ja, immer besser werden, weil so viele Daten über diese ganzen Leads aggregiert werden und dann wird die Kampagne einfach immer besser. In anderen Videos dazu mehr. Könnt ihr einfach durchlaufen lassen, ihr habt damit wenig Arbeit, ihr wisst immer, was auf euch zukommt an Interessenten, was die vorher schon gesehen haben. Die lassen sich super gut abschließen und es macht einfach viel mehr Sinn, als das ganze Jahr über ständig die Kampagne zu wechseln, nicht zu wissen, welche Angebote denn jetzt dieser spezifische Interessent gesehen hat, dann noch in Erklärungsnot zu kommen im Verkaufsgespräch, wenn es darum geht, quasi den Sack zuzumachen und es heißt wieder, ja, aber ich habe noch das Angebot XY gesehen, dann müsst ihr wieder überlegen, okay, das Angebot, ja, dann sagt ihr einfach ja, wahrscheinlich, ja, weil ihr selber nicht mehr wisst, weil es so viele Angebote gibt. Ja, da machen wir im Grunde genommen einen Haken dran. Unsere Philosophie ist anders. Lasst ein gutes oder gerne auch mehrere Themen fremde Angebote gleichzeitig laufen, wenn ihr verschiedene Angebote habt, ja, wie beispielsweise im Thema Beauty oder sowas noch unterwegs seid, lasst es einfach laufen. Es wird funktionieren, wenn es die richtige Kampagne ist und das ganze Jahr über Leads generieren. www.memberboost.de, tragt euch ein für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir quatschen dann miteinander, schauen, ob das bei euch Sinn macht. Ja, stellen euch einfach ein paar Fragen, um rauszufinden, welche Kampagnen bei euch denn da wirklich am Ende des Tages die Leads generieren werden. Und dann können wir euch wirklich im Beratungsgespräch einfach nochmal im Detail zeigen, was und wie genau das auch bei euch funktionieren wird. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Servus. Ciao.